Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wir sind bei Metal Gear 1, der GOG-Version. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß, dass man die Wände einhauen muss. Wir haben keine Gegenstände, die haben uns alles abgenommen. Da ist er. So, das haben sie auch besser gemacht. Das heißt, jetzt kriegt man da so ein Fragezeichen angezeigt. Aber so, sonst kommuniziert Snake doch nur in Ausrufezeichen. Was ist denn da los? Ja, also war richtig. Du hast es geschafft, Rekord. Ich bin Gray Fox. Metal Gear ist die ultimative Waffe. Ein für jedes Terrain geeigneter, mit Nuklearwaffen ausgestatteter, aufrecht gehender Kampfpanzer. Wenn sie vollendet ist, dann kann ein Nuklearschlag von überall auf dem Planeten her erfolgen. Wir müssen alles tun, was wir können, um diese Waffe zu zerstören, bevor sie fertig ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, um Metal Gear zu zerstören. Und die einzige Person... die weiß, wie man das macht, ist der Entwickler von Metal Gear, Dr. Drago Petrovic Mattner. Und wer jetzt sozusagen Game 1 und Game 2 kennt, der weiß, die haben jetzt einfach beide Namen zusammen gemischt. Also ich weiß gar nicht, hatte der in irgendeinem Teil auch einen Vornamen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also Dr. Petrovic ist der Entwickler von Metal Gear. Mattner kam dann, glaube ich, irgendwie dazu, glaube ich. Aber sprich, das sind die Erfinder. Der hat die Blaupause gemacht. Und er wird irgendwo hier in diesem Gebäude gefangen gehalten. Finde Dr. Mattner. Ja. Und wer die Geschichte von Dr. Petrovic kennt... vor allem das, was ja in einem zweiten Teil passierte. Hier wissen wir das noch nicht besser. So möchte ich es mal sagen. So. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo haben wir denn? Jetzt kommt die Kacke, dass wir... die Mauern treffen müssen, ne? Ich glaube, wir kriegen doch hier noch unsere Sachen, oder? Weil gleich kommt auf jeden Fall ein nächster Boss, kann ich euch sagen. Da kommt, glaube ich, der erste richtige, klassische Boss. Das andere war ja jetzt nur kleine Fisselarbeit. Ah, hier nicht. Da ist er. Der erste offizielle Boss, da ist er. Und er heißt anders. Ich glaube im Englischen, ich glaube im Original war es, glaube ich, Shotgunner oder sowas. Ich bin Shotmaker. Niemand ist bis jetzt von hier entkommen. Ja, dann fangen wir damit an. So. So. Wir haben wieder alles Spielzeuge. Und wir haben das hier. Also wer das tatsächlich nicht kennt und nicht darauf achtet und sagt, ey super, ich habe ein neues Item. Überall wo der ist, wird Alarm ausgelöst. Das heißt, man schmeißt den Sender natürlich schnellstmöglich weg. So, wir könnten jetzt natürlich... ach komm, ich bin mal ganz großes Schwein. Also man kann das, wie es auch in anderen Teilen ist, man kann auch richtig Blödsinn machen. Und ich mache jetzt einfach mal die Variante. Man kann sich ihm fair and square stellen. Man kann es auch so machen. Es geht. Also, so wie ihr es auch aus den späteren Teilen kennt, also man kann auch Sachen völlig unsinnig machen.
So. Was haben wir denn hier alles? Karte 3, das ist gut. Und Munition. So, das ist jetzt wichtig. Weil da müssen wir jetzt einmal aufrüsten. Also können wir bis 100 haben. Dann machen wir das doch einmal. Ja, genau. So, mal gucken. Haben wir da noch irgendwas? Ach stimmt, wir haben jetzt 3 Karten. Stimmt. Das heißt, wir können jetzt jede Tür 3-mal ausprobieren. Ist das schön? Ja, das mag der Hideo. Ich mag das nicht ganz so, aber... Was willst du machen? Ja, machst du super. Okay. Also, da ist eine Tür, die wir noch nicht öffnen können. Okay. So, komm. Bitte einmal C4 legen. Schön. Und hier gibt es schön C4 zum Mitnehmen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon machen kann. Ich probiere das mal. Komm mal her. Okay, also den kannst du zu... Den kannst du mit der Faust gar nicht erwischen. Okay. Okay, ich überlege gerade mal. Aber ich denke, ich probiere das mal aus. Dann können wir nämlich mal gucken. Was wir da haben. Aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon machen kann. Ich weiß nämlich nicht, ob man ihn jetzt schon retten soll. Boah, triffst ja gar nicht. Das war alles damals schwieriger, ich merke das schon. Na komm. Aber es ist schön, dass man so einen Hinweis kriegt. Das ist cool. Den gab es natürlich damals nicht. Okay, okay. Einmal bitte... Die Hunde kommen übrigens auch gleich ins Labyrinth. Also, falls jetzt irgendeiner der Meinung ist, ist ja egal, habe ich jetzt Ruhe gleich vor. Nein, hast du nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das... Also, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon machen soll. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Also, der Vorteil ist, die Mauern bleiben weg. Selbst wenn man hier wieder hin muss. Na komm. Ja, schön. Ja, ja. Da muss jeder Pixel. Also wenn du nicht weißt, wie das ist, es gibt auch später noch Stellen, die werden noch pixelgenauer.
kann ich dir versprechen. Also das, was du sozusagen aus den anderen Teilen kennst. Ich glaube, hier gab es nichts, ne? Ich glaube, das war die Struktur, wo es nichts gab, glaube ich. Aber hier wieder. Bin mal gespannt, ob ich jetzt was mache, was ich gar nicht machen darf. Interessiert mich. So, da ist nichts mehr, ne? Genau. Sollte mal schleunigst eine Ration. Da ist eine Tür. So. Gut, da bringt uns das nichts mehr. Haha! Okay, das ist nur der Bombenschutzanzug. Okay. Okay, das hat uns eigentlich im wahrsten des Wortes gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ja, gut. Bombenschutzanzug confirmed. Das heißt, wir können auf jeden Fall auf dem Dach weiter. Aber was wir nicht haben, ist bis jetzt die Infrarot haben wir nicht. Infrarotbrille fehlt uns. Es gibt dann natürlich noch Spoiler und Minendetektor. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Richtig, weil wir gehen auf Schatzsuche. So. Na komm. So. Das heißt, wir können jetzt aus dem Labyrinth raus. Unten fehlt uns also noch eine Tür. So, das haben wir. So, aufs Dach kommen wir. Da haben wir alles abgesucht. Also würde ich sagen, machen wir Dach. Zack, und schon sind wir durch. So, jetzt gucken wir mal. Da gibt's den Weg. Und da gibt's den Weg. Das war doof. Ich zeige euch mal eben was. Falls mal ganz wahnsinnig ist. Der Weg für Selbstmörder. Da können wir nämlich auch noch nicht hin. Da brauchen wir einen Fallschirm. Den haben wir auch noch nicht. Oh, 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 oh. Haben wir noch viel zu tun, ey. So. Die Frage ist, wo geht's als erstes lang? Ich fange mal hier an. Okay, da ist was. Das ist gut. Was gibt's denn hier Schönes? Lenkraketen. Warum in aller Welt brauche ich nochmal Lenkraketen? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Frage irgendwie Sinn macht. Heißt, ich muss höchstwahrscheinlich gleich irgendjemanden per Fern wegballern. Das war knapp. Aber egal, das haben wir. So. Tja. Irgendwie
fehlen mir jetzt schon die Erinnerungen. Das wird mit Sicherheit auch richtig gut, wenn das so weitergeht. So, da weiß ich, da ist das Ding. So, was ist denn hier Schönes? Was gibt's denn da Tolles? Munition. Die geben mir Munition nicht ohne Grund. Das heißt, ich muss jetzt gleich ballern. Okay, ich muss dahin. Warum sieht das so verdammt nach Falle aus? Okay. Danke für deine Hilfe. Wenn du einen Fallschirm hast, dann kannst du vom Rand der Barriere abspringen. Ich will jetzt nicht schlechte Laune verbreiten, aber ich kann dir sagen, was ich nicht habe. Okay. Soll ich wahnsinnig sein? Yes! Ach, da gibt's noch einen Weg. Ach, kommt man da gar nicht an, oder was? Das heißt, ist das nur ein Weg zum Springen, oder was? Oh Gott. Es geht. Geht! Ach du Scheiße, das sind die alle. Hau ab! Hier bin ich völlig falsch. Ach, dann weiß ich, dann ist das der Raum, ne? Ja! Das ist ein Kackraum. Das schaffe ich nie im Leben. Tut mir leid. Das ist scheiße. Das ist der Hind. Du. Ja, hau ab. Ich habe eine Fernlenkrakete. Verpiss dich. Das ist nicht, weil ich mich freue, dich zu sehen, du Affe. Hau ab. Ja, ja, du mich auch. Alter! Alter! Ich muss mal eine kurze Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder.